Willkommen zurück zu Let's Play Nerim und wir sind immer noch auf der Suche nach. Naja, zum einen nach Kim, zum anderen nach der Festung, wo wir hin sollten. Wofür wir wahrscheinlich Kim brauchen. Das heißt, naja. Hoffen, dass Kim nachher wieder da ist, weil die haben wir ja in Mengen von Lava verloren, was nicht so ganz gesund ist. Aber die wird ja zum Glück immer nur bewusstlos, stirbt nie ganz. Und deshalb habe ich immer noch die Hoffnung, dass die vielleicht irgendwann wieder hier auftaucht. Bis jetzt ist das noch nicht passiert. Aber es kann ja sein, dass das erst dann passiert, bin ich gerade eigentlich noch auf dem Weg? Ja. Dass das erst dann passiert, wenn Kim dann auch wieder wichtig wird. Und da prügeln sich gerade welche mit Kim. Ja, das ist ja, überraschend, dass die gerade hier ist. Ich weiß halt nur nicht, wie die da gleich von ihrem Zaun wegkommt. Aber das werden wir schon noch sehen. Ich frage mich aber wirklich, wie ist die jetzt hingekommen? Aber gut, kümmern wir uns später drum. Nehmen wir erstmal die Eisplanke mit. Das Gold natürlich noch. Und du hast bestimmt auch noch ein bisschen Gold oder sowas? Ne. Ich bin enttäuscht. Ja gut, jetzt haben wir sie zwar wiedergefunden, die kommt aber immer noch nicht raus. Schade, schade. Müssen wir halt erst nochmal ein bisschen alleine weiter. Wir wissen auf jeden Fall, die ist nicht so weit weg. Das ist ja schon mal ganz positiv. So, habe ich nicht gerade hier noch irgendwo eine Eisplanke gesehen? Ne, das war wahrscheinlich einfach nur Einbildung. Okay. Aber vom Weg her ist es aber auch schon noch ein Stückchen. Aber wir haben ja Zeit. Ich meine, der Kanzler Baratheon ist sowieso besiegt. Der macht also im Mittelreich nicht mehr so viel Stress. Wahrscheinlich macht Arantel jetzt im Mittelreich Stress. Weil ich immer noch nicht weiß, ob man dem so ganz trauen kann. Aber das werden wir schon herausfinden. Irgendwann. So, der Nordwolf gibt uns mal wieder ordentlich Zeug zum Verkaufen. Ich glaube, für was anderes braucht man die Dinger sowieso nicht. Die ganzen Felle und Krallen und ach, was weiß ich, was der noch alles einem gibt. Zähne auch noch. Auch und ich wollte jetzt eigentlich nicht alle paar Meter wieder für Gegner bremsen. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen nach vorne kommen, mal hier. Aber wenn sich die Gegner nun mal im Weg stellen, dann müssen die auch beseitigt werden. So ist das nun mal. So, jetzt wo geht's hier lang? Ich muss mich, glaube ich, rechts halten. Obwohl da links natürlich. Eine Hütte, steht da einer vor. Wenn er freundlich ist, wäre das natürlich schön. Oh, das ist Jäger Torben, der nichts zu sagen hat. Weißt du denn was über die Festung hier? Nicht viele fragen dieser Tage nach der alten Festung. Und sie tun gut daran. Denn dieser Ort ist verflucht. Aber was geht mich es an? Wenn ihr dort euer schnelles Ende finden wollt, ich kann euch die Lage der Festung auf der Karte markieren. So, da habt ihr sie. Aber ich rate euch, kommt nicht wieder hierher, wenn ihr dort gewesen seid. Denn dann tragt ihr den Tod an euch. Klingt gruselig, aber ich halte das jetzt erstmal noch für Aberglauben. Man weiß hier bei Nerim aber nie. So, jetzt haben wir es immerhin auch schon mal markiert. Das heißt, wir wissen, dass wir noch weiterlaufen müssen, als eigentlich gedacht. Aber immerhin, wenn wir die ganze Zeit nur den Weg folgen. Das heißt, ich kann mich eigentlich nicht verlaufen. Und die sehen auch nochmal alle recht freundlich aus. Das ist doch schon mal sehr schön. Grüße. Haltet ein! Ihr habt euch eines Verbrechens schuldig gemacht. Entweder zahlt ihr das Kopfgeld, das auf euch ausgewiesen ist, oder ihr geht ins Gefängnis. Da weiß ich eigentlich nichts von, aber 38 Gold, ach komm. Ach, nun gut, ihr dürft gehen. Dann besten Dank. Jetzt werden wir wieder irgendwo in so ein Schloss gebracht. Ach nee, das war nur bei Oblivion, so bei Nerim war das glaube ich gar nicht so. So, die Wachstube oder Wachstube, wie manche sagen. Oh, Botschafter Sulai. Der klingt doch wichtig. Ist er aber nicht, der kann auch nur mir noch was über die Festung erzählen. Aber wir wissen ja schon, wo wir hin müssen. Das interessiert uns eigentlich gar nicht so sehr. Hier haben wir noch eine Taverne. Ein Lagerhaus. Ich gucke mich jetzt erstmal ein bisschen um. Wahrscheinlich gehen wir gleich in die Taverne. Und den reisenden Roland. Die fahrenden Händler zu eurer Ver. Gab es nicht den reisenden Roland auch in
In Arctwind. Also jetzt nicht hier in der Region, sondern im Spiel Arctwind. Irgendwie, und dass man mit dem zusammen irgendwo hinreisen konnte immer. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist schon so lange her. Aber ich meine, da gab es irgendwie auch so einen Reisenden Roland. Ist auf jeden Fall ein schöner Name für einen Reisenden. So, wo bist du noch? Wache oder sowas. Nordrak. Und hier haben wir das Haus des Bürgermeisters. Ach, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Gucken mal. Wer wohnt hier so? Wahrscheinlich der Bürgermeister. Und natürlich noch eine Wache. Die haben ja alle nichts zu sagen. Ja, die haben auch alle denselben Text. Das ist auch ganz interessant. Also das ganze Dorf kann mir nur exakt dasselbe über diese Festung sagen. Und der hat einen schicken Schild. Finde ich. So einen hätte ich eigentlich auch ganz gerne. So, da bist du natürlich auch wieder nur eine Wache. Vielleicht gibt es in der Taverne mal ein bisschen mehr Action. Vielleicht auch rein zufällig einen Trainer im Blocken. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben sowohl Geld als auch noch die Lernpunkte. Was möchtet ihr kaufen? So, bei dem können wir natürlich wieder nur Sachen kaufen. Wahrscheinlich aber nichts Interessantes. Ja, okay. Und dasselbe gilt für sie. Und kümmert die Augen zu. Warum auch immer. Immerhin ist sie jetzt wieder da. Und der da oben spielt noch ein bisschen Musik. Ich habe mehrere Leute. Ja, du hast mehrere Leute sagen hören, ist ja klar. Ich würde sagen, das war komplett uninteressant hier. Total die Zeitverschwendung. Und ich muss nicht in die Richtung raus, sondern ich muss hier raus. Ja, aber schön, dass man mal durch das Dorf gekommen ist, mal eben mit den Leuten gesprochen hat. Das heißt nämlich, wir können weiterziehen. Auch wenn die Leute nicht viel zu sagen hatten. Hatten ja noch nicht mal irgendwie einen Begrüßungstext da. Und inzwischen wird der Weg auch irgendwie ein bisschen unebener. Gefällt mir gar nicht. Und dass der Wolf hier steht, gefällt mir auch nicht unbedingt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier so mit den Fähigkeiten ist wie bei Oblivion. Bei Oblivion hätte man ja jetzt die Möglichkeit, mit so einem schweren Schlag nach vorne den Gegner zu lähmen. Jetzt, wo wir stumpfe Waffen auf 100 haben. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich dasselbe System ist. Vor allem, weil es hier ja in den Beschreibungstexten, die da immer aufploppen, wenn man irgendwie Stufe 25, 50 oder 100 erreicht. Obwohl bei 75 gibt es ja, glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Und ist hier was? In den Beschreibungstexten steht auf jeden Fall nichts drin. Also gehe ich mir davon aus, dass es hier eigentlich keine Fähigkeit gibt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Obwohl, auf der anderen Seite können wir ja inzwischen auch magische Ausrüstung reparieren. Jetzt, wo wir Schmieden auf 50 hatten. Das konnten wir ja vorher, glaube ich, nicht. Aber ich weiß es halt auch nicht mehr alles so genau. Ja, und Kim hätte uns gerade schon wieder fast gelähmt. Das passiert irgendwie viel zu häufig. Und ich würde auch gerne mal 3 Meter laufen können, ohne dass ich gleich wieder auf den nächsten Wolf treffe. Oh, sorry, Kim. So, der gibt uns auch nochmal sein ganzes Zeug. Und dann folgen wir weiter dem Weg. Soweit sollte es ja nicht mehr sein. Irgendwie haben wir jetzt schon mehr als die Hälfte geschafft. Und da rechts ist, glaube ich, eine Spinne. Die ignorieren wir. Ich hoffe, die lässt sich ignorieren. Ja, die ist sogar belähmt. Dann lässt die sich echt gut ignorieren. Und wir regenerieren uns in der Zeit, glaube ich, nochmal. Oh, und ich glaube, da vorne haben wir natürlich ein kleines Skelettchen. Oh, sogar ein Nordskelett. Das könnte übler werden. Na, guck mal her, ein Nordskelettchen. Obwohl, so viel Schaden macht er gar nicht. Ich muss mich echt dran gewöhnen, dass wir jetzt nicht mehr so weit nach vorne stürmen. Immer beim schweren Schlag nach vorne. Ach, die Nordspinne kommt natürlich auch noch mit. Da kam auch gerade der Eisschaden von hinten. Gibt es wenigstens feine Spinnenseide? Ja, die gibt es sogar. Das ist doch mal freundlich. So, und ich glaube, da hinten ist unser Ziel. Müssen wir aber wieder eine lange Brücke überqueren. Über die wir hoffentlich auch drüber kommen. Und irgendwie die Lage hätten die uns jetzt nicht unbedingt markieren müssen, da die Leute aus der Stadt. Weil einfach dem Weg lang, das hätten wir auch noch so hingekriegt. Mein
dir das an. Sie ist gigantisch. Wenn wir nicht aufpassen, können wir ja tagelang da drin rumirren. Ja, das ist korrekt. Gut, dass wir kein Proviant essen müssen. Und gut, dass die keine Beine mehr haben. Das macht ihn nämlich deutlich ungefährlicher natürlich. Magiemun sind es auch noch. Na egal, auf jeden Fall geht es jetzt auf in den Tempel des Schöpfers. Der irgendwie schon wieder gruselig aussieht. Ja, ich hatte recht. Eindeutig gruselig. Da wären wir. Siehst du schon welche von diesen toten Paladin? Vielleicht sind sie ja schon alle verrottet. Hier ist auf jeden Fall eine Leiche eines Abenteurers. Und es steht was zum Untergang der Paladine. Das ist jetzt, glaube ich, gerade nicht so relevant. Da blätter ich das nur kurz durch und das kann sich dann derjenige durchlesen, der es durchlesen möchte, indem er das Video pausiert. Das Spielchen kennt man ja eigentlich inzwischen und das Zeug nehmen wir nicht unbedingt mit. So, und da sind drei kleine Skelettchen. Und anschließend bringt eigentlich überhaupt nichts. Was mache ich hier? Ich könnte einfach frontal auf sie drauf stürmen. Der Telemat hat das. Und wer behauptet das überhaupt? Vielleicht der Typ da hinten, vielleicht will uns der aber auch einfach nur umbringen. Oh, das niedere Skelett hat es aber schnell umgehauen. Oh, der will uns einfach nur umbringen. Ja, jetzt habe ich Kim gerade leider unterbrochen. Auf jeden Fall sind die Gesichter verzerrt vor Schmerz. Mehr habe ich gerade auch nicht mehr mitgekriegt. Und der fliegt gut, wenn er erstmal tot ist. So, dann Kim einmal danke für die Heilung. Hoch! Ist das jetzt gerade derselbe, der nochmal aufgestanden ist? Das müssen wir gleich mal eben überprüfen. So. Ich glaube, das ist eindeutig derselbe Kim. Das kann nicht wahr sein. Derselbe, der nochmal aufgestanden ist. Und jetzt müssen wir mal eben einen feinen Genesungstrank nehmen, weil wir irgendwoher gelähmt wurden. Das hat uns irgendwie einen deutlichen Nachteil doch gebracht. So, wir müssen weiter. Das bringt ja so nichts. Ich könnte ihm sein Schwert vielleicht wegnehmen, aber wohin damit? Ich meine, wir haben ja selbst keinen Platz mehr im Inventar. Der soll weggehen. Ich will den nicht ständig töten müssen. Hat jetzt gerade den geheilt? Ach nee, das war ein Eiszauber. Dann ist ja in Ordnung. Dann bin ich beruhigt. So, hier ging es schon mal nicht lang. Wie sieht es hier rechts aus? Ich will eigentlich nicht so nach vorne gehen, weil da sieht es aus, als ob da noch ein neuer Paladin steht oder sowas. Jedenfalls irgendwas schimmerte da schon wieder. Ja. Kommen wir eben rein. Dann kann ich den einmal umgehen. Steckt natürlich nebenbei noch einen Schlag ein, aber es ist egal. Es bringt ja nicht so viel, den jetzt umzubringen. Weil der steht irgendwie wieder auf. Wahrscheinlich sieht der Kollege das hier ähnlich. Das heißt, wir haben nachher so eine Paladin-Armee hinter uns. So, das Gold lassen wir jetzt einfach mal hier liegen. Und gehen hier weiter. Ich hoffe, der tot ist, bleibt jetzt wenigstens tot liegen und hat nicht mitgekriegt, dass wir durch die Tür gegangen sind. Und werden wir verfolgt. Mir gefallen auch irgendwie gerade diese merkwürdigen Schreie hier im Hintergrund nicht unbedingt. Also ich kann schon verstehen, warum die Leute denken, dass das hier ein verfluchter Ort ist. So, okay. Was gibt's hier sonst noch? Noch einen von denen natürlich. Ja gut, den müssen wir glaube ich mal eben umhauen. Wäre halt nur nett, wenn die Kinder mal ein bisschen bei helfen würde. Mit mehr als nur ein bisschen zaubern. Vor allem, warum packt ihr nicht den Bogen aus? Oh shit. Oh shit. Wo kam der denn her? Wahrscheinlich ist der uns doch wohl gefolgt. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, wo der sonst herkommen sollte. So, eben nochmal die umhauen. Ja, komm. Der geht doch schon zugrunde.
So, und jetzt den schnell. Und zwar wirklich schnell. Und schnell meine ich schnell. Bevor nachher noch einmal der andere von hinten kommt. Oder war das der, der nochmal aufgestanden ist? Zu schaffen den Ausgleich seiner Existenz ist begründet. Zu besiegen die höchsten Ziele wird sein. Zum Wohle aller Opfer missbaut. Ihr Wert war gerecht. Alles klar, irgendwer redet hier immer noch und das haut uns nebenbei nochmal um. Ja, das kann ja nicht wahr sein. So, jetzt nochmal hier, Kollege. Ja, jetzt hab ich daneben gehauen. Ich hatte gedacht, der stimmt schneller an. So, wir müssen weiter. Es bringt nichts. Es bringt doch nichts. Zu besiegen die höchsten sein Ziel wird sein. Ein Gleichgewicht schaffend. Zum Wohle aller. Opfer missachtend. Ihr Wert war gering. Das ist erstmal hochinteressant und da vorne steht schon wieder der nächste. Und ich würde eigentlich so langsam gerne die Folge beenden, weil die schon wieder 15 Minuten dauert. Nicht das Gute weichen machen. Es sind zwei Brüder, die Hände sich reichen. Ein Schatten. Ach, das ist doch nervig, muss man so zu sagen. Aber gut, was will man machen? Und wenn ich eigentlich das Ding ausgerüstet habe, kann ich doch nebenbei noch den Schild tragen. Wenn die beiden jetzt mal eben hier runtergehen würden. So, ich glaube, wir haben gerade einen Moment Ruhe, das heißt, ich kann die Folge hier eben beenden. Und ich hoffe dann, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, euch schönen Tag und ciao.